Also moin, ich bin Leo Meyer, 18 Jahre jung. Ja, wir sind das Künstlerkollektiv Intellektuell zu Anspruchsvoll und haben uns heute mit dem Albtraum, so heißt unser Stück, was wir jetzt anderthalb Jahre erarbeitet haben und kontinuierlich weiterentwickelt haben, auf die Bühne getraut und sind froh, dass es so gut geklappt hat. Wir haben schon länger in unserem Orchester die Percussion-Gruppe übernommen und haben so den Rhythmus des Orchesters versucht weiterzuführen. Irgendwann sind wir halt darauf gekommen, dass Improvisieren und situatives Arbeiten mit Instrumenten oder Alltagsgegenständen uns mehr Spaß bringt als jetzt die normale klassische Musik und die normalen klassischen Rhythmen. Und dann sind wir dazu gekommen, mal unter dem Motto aus Müll Musik machen, uns eigene Instrumente zu bauen, uns irgendwie da reinzusteigern, was ist eigentlich Musik aus Alltagsständen oder Gegenständen. Und das haben wir dann versucht gut umzusetzen und freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist Greta Thunberg mit natürlicher Energie. Nein, Greta hat den Klimawandel wohl in den Armen. Nein, sie hält ihn sicher. Und uns hält der Klimawandel wahr. Genau, also wir setzen uns natürlich dafür ein, dass auch das Thema Klimawandel und die aktuelle politische Situation in unseren Stücken Platz findet. Wobei der Fokus darauf liegt, dass wir irgendwie aktuelle Meldungen satirisch und humorvoll verbauen. Auch der Nachhaltigkeitsaspekt, wenn ich das noch sagen darf, spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Aus Müll macht Musik. Wir benutzen alten Müll, um ihm eine neue Bühne zu geben, um auch Musik aus ihm machen zu können.